Ja, erstmal so zur Lage. Ich glaube, dass, wenn du über die 29.000 Paulianer sprichst, wollen wir die glücklich machen. Wir wollen ein gutes Spiel abliefern, wollen gewinnen zu Hause, wollen an den Sieg anknüpfen von Paderborn. Wissen auch, dass wir dafür Dinge besser machen müssen, auch was das letzte Spiel angeht. Auch Hamburg haben wir festgestellt, dass man mit Ball besser sein kann, auch im Umschalten. Haben wir nicht immer die richtige Entscheidung getroffen. Das wollen wir natürlich zusammenpacken. Sandhausen ist ein kompakter, ein unbequemer Gegner, der ja immer schon von Anfang an der Saison ums Überleben kämpft. Das wissen die, dementsprechend treten die auch auf. Das wird ein enges, umkämpftes, hartes Spiel. Eine Mannschaft, die immer auch eng zusammen agiert, die immer sehr kompakt ist. Da werden wir die kleinen Fenster, die sich auftun, werden wir nutzen müssen. Mannschaft hat sich gut präsentiert, gerade heute, gestern. Ich glaube, man hat das noch ein bisschen angemerkt, aber das wird bei den anderen auch nicht anders sein. So nach der englischen Woche ist ein bisschen Zeit braucht, um reinzukommen. Aber heute nochmal war Feuer drin. Haben heute nochmal 11 gegen 11 gespielt, nochmal Sachen abgecheckt, nochmal viel getauscht, weil ich mir natürlich auch ein Bild davon machen will, wer ist da, wer ist fit, wer ist körperlich da, wer ist vom Kopf her da. Und da haben alle dann auch angezogen und mitgezogen, war ein gutes Abschlussspiel. Verletzte und angeschlagene, kränkelnde Spieler haben wir zu verzeichnen. Sobotta fällt aus, genauso wie Luca Zander, Richie Neudecker, Jan-Marc Schneider, genauso wie Florian Carstens haben ein bisschen gekränkelt. Carstens hat heute mittrainiert, Jan-Marc hat einen Teil mitgemacht, Richie hat noch nicht trainiert. Müssen wir sehen, wie es morgen aussieht, ob er morgen wieder einsteigen kann. Gibt es aber noch hier und da noch ein Fragezeichen. Henk Fehrmann ist da. Henk Fehrmann ist heute aus Holland zurückgekommen, ist glücklicher Vater eines gesunden Sohnes und haben ihn schnell wieder eingegliedert. Ansonsten, habe ich ja vergessen, Finn Ole Becker hat ein bisschen Probleme, Adduktoren, wird für uns kein Thema sein, für die A-Jugend aber auch nicht. Ja, die haben am Wochenende Pokalspiel. Schnecke ist wieder da, trainiert jetzt die Woche, hat die erste Woche jetzt komplett trainiert. Merkt man natürlich an, dass er jetzt seit der Vorbereitung nicht mit dabei war, aber erstmal sind wir froh, dass er schmerzfrei ist und so die ersten Schritte auch für uns gehen konnte. Danke. Ja, vielen Dank.